dass ich hier kein Geld kaputt mache. Das ist ja immer so, als Unternehmer werden wir immer Geld kaputt machen. Aber wenn natürlich immer so 60% gut ist und 40% schlecht, dann geht es dann immer gut. Und Gott sei Dank hatte ich das Glück, dass es so war. Ne? Also Hauptsache die Bilanz stimmt. Ja, dass die Bilanz stimmt, ja. Sie schreiben auch, Ruhestand bedeutet für mich nicht Stillstand. Auf was muss ich denn Ihre Familie noch gefasst machen? Ja, meine Frau sagte mir so ähnlich. Hallo zusammen, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Soundless Driving. Neben mir sitzt der Roland. Grüß dich, Roland. Servus. Erste Mal hier im Tesla. Ja. Und Roland hat unsere Autos immer repariert und Motorräder. Und als ich gesagt habe, ich habe jetzt dem nächsten Auto, da kannst du erstmal nichts mehr machen. Da hat er gesagt, oh, wenn wir mal zusammen fahren können, wäre gut. Jetzt fahren wir mal eine kleine Runde. Und aber ich meine, letztendlich die Elektromobilität wird an euch ja auch nicht so vorbeigehen, ne? Nein, das nicht, aber da gibt es ja auch noch nichts so richtig. Ja, es wird noch lange dauern, bis kein Verbrenner mehr fährt, gar keine Frage. Also. Wobei ich halt gelesen habe, dass ja, also gerade im Norden drumher, ab 2030 gar keine Verbrennungsmotoren mehr zulassen. In Schweden oder Norwegen und so. Schweden, ne? Norwegen. Ja. Also alles, was Nordeuropa ist, wenn die komplett in 2030 ist, ja doch nicht mehr ganz. Nicht mehr so weit, ne? So lange, ja. Bummelige 11 Jahre. Ja. Wir haben in Norwegen ist jetzt schon jedes zweite Auto, was angemeldet wird, ein Elektroauto. Mhm, genau. Das wird natürlich brutal gefördert. Ja. Wobei es die Förderung jetzt noch hat wegfallen lassen will. Ja, was auch in Ordnung ist. Ja. Ja, das ist ja bei uns auch so, um diese ganzen PV-Anlagen und diesen Dingern, die da gefördert werden. Also man muss mal so eine Anschubfinanzierung haben und dann ist eigentlich gut. Ne? Mhm. Du kommst jetzt, wenn du vollladst, wie weit? Also wenn 350 bis 370, jetzt sicherlich nicht bei 2 Grad minus oder bei 2 Grad plus haben wir gerade, sondern so bei 15 Grad vielleicht, 20 Grad. Aber wir haben ja gerade geguckt hier in den, wo die ganzen Supercharger sind, alle 200 Kilometer ist ein Supercharger. Mhm. Also ich brauch's nicht. Wir haben hier am Ammersee natürlich relativ wenig. Jetzt gucken wir mal, du kannst ja vielleicht mal das Ding festhalten, so ein bisschen von der Seite. So, ja, genau. Ich gehe jetzt mal, fass mal ruhig da so ein bisschen drauf, dass nicht wegrutscht, genau, weil das Schöne an so einem Tesla ist ja der Speed, ne? Genau. Der hat ja 250 PS, glaube ich, sowas an den Dreh pro Motor. Also an die 500 PS hat er, die holt er nicht ständig, ne? Ja. Also auf der Autobahn, das gefällt mir übrigens, das ist wie beim Motorradfahren, ne? Mhm. Wenn du mal jetzt jemanden hier überholen musst und so, das ist wirklich ratzfatz gemacht, also. Ja, und vor allem hat er kein Loch oder sowas. Genau. Also, er hat immer das gleiche Drehmoment. Genau, hat das Dieselloch nicht. Ja. Ja. Also das ist schon cool. Ja, schön. Dann haben wir hier auf der linken Seite, kannst du nachher selber mal gucken, sind einmal Blinker hier vorne natürlich. Ja. Und dann ist noch ein zweiter Hebel. Wenn ich den schnell zweimal hintereinander ziehe, dann ist praktisch der Autopilot oder Copilot, sagen wir mal, lieber eingeschaltet. Und der hält jetzt die Spur. Ne? Siehst du die beiden Linien da vorne? Ja, genau. Also das sind praktisch die beiden Linien, die er da erkennt. Jetzt haben wir eine leichte Kurve und die fährt er auch relativ gut, ne? Okay. Also vorne zur Ruckel. Oder aber immer nur ein Radar zum Vordermann, ne? Genau, er hat ein Radar zum Vordermann und was er jetzt noch nicht eingeschaltet, jetzt sagt er Lenkassistent, Geschwindigkeit ist auf 70 begrenzt, also er reagiert relativ spät, ne? Okay. Also jetzt müsste er ja auch schon auf 50. Auf 50, genau. Ja, jetzt sagt er 50, wir sind aber vielleicht schon 50, 60 Meter hinter dem Schild, ne? Also da muss man echt ein bisschen aufpassen. Mhm.
Und alle paar Sekunden, jetzt zum Beispiel sagt der Lenkrad, leicht drehen, also er will wissen, dass du wach bist. Ne? Mhm. Und wenn ich jetzt auf der Autobahn fahre, also er bremst auch von alleine ab, hält den Abstand. Mhm. Wenn ich auf der Autobahn alleine fahre, dann mache ich halt alle paar Sekunden, mache ich den hier, ne? Am Lenkrad ein bisschen wackeln und dann. Und was mich so fasziniert, du hörst nichts mehr, ne? Ja, ja, genau. Und ich meine, vorher mit meinem Jeep, da habe ich ja dann noch sogar noch ein bisschen Ohrenschmerzen gekriegt. Ja, so schlimm war es nicht. Aber mittlerweile nervt es mich wirklich, wenn, wenn Leute, wenn ich draußen im Café sitze hier beim Mario oder beim Essen draußen und dann kommen die mit ihren Knatterkisten, echt, das nervt. Mich nervt es mittlerweile. Ja. Bin da vom Saulus zum Paulus gekommen. Ja, das ist aber auch mit, so jetzt beim Motorradfahren eigentlich fast das Gleiche, weil früher hat es nicht laut nur sein können und jetzt, wenn du eine lange Tour fährst, dann nervt es irgendwann. Es nervt, so laut ist. Ja. Also ganz, sag ich mal, ein bisschen Ton muss da sein, sage ich jetzt, aber zu laut, wenn es halt einfach ist, dann irgendwann brauchen wir da bloß mit Ohren. Und aber Harley Davidson bringt ja jetzt eine, ne, rein elektrische. Und dann gibt es ja diese Zero von, auch eine amerikanische, die rein elektrisch fahren. Also, wir müssen ein bisschen ja, ja, ja. Wir drehen da vorne. Das ist für mal ganz los. Ist keiner da, doch, ne? Ja, one ist nicht da, aber dem habe ich jetzt nicht einmal gesagt, dass wir fahren. Ja, der wird das schon merken. Aber wir drehen hier. Tauschen wir mal die Plätze. Ja. Geht nicht. Ja, es geht einigermaßen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht übertreibe, weißt du? Ja. Ich könnte schon ein bisschen ohne Krücken gehen, aber das wollen die eigentlich nicht so. Dies, wenn ich mir das überlege, ein Spezi von mir, der hat vor, keine Ahnung, ja, das ist bestimmt schon 20 Jahre her, da hat er einen Meniskus operiert gekriegt. Aha. Da haben sie noch richtig aufgeschnitten und alles. Oder ist länger her, ist schon 30 Jahre her. Ja, ich habe 3 Wochen im Krankenhaus gelegen. Ja, genau. 77. Und dann hast du ja eine komplette Schiene drin, steif praktisch alles. Du brauchst ja schon ein Jahr, bis du das wieder beweglich bringst. Ja, ich bin nach 3 Stunden hier gegangen. Ne? Also das ist schon. Ja, laufen da natürlich schon sauber geht. Ja. Das ist natürlich schon ganz was anderes. Geht. Ja, und jetzt ist der Akku auch warm. Mhm. Vorher waren hier so ein paar gestrichelte Punkte, ja, genau. Ob du die gesehen hast. Also wenn du jetzt vom Gas, hätte ich fast gesagt, vom Pedal gehen würdest, ne, dann bremst er und holt die Energie zurück. Ja, ne? Genau. Und das macht er jetzt an für sich so gut, dass du im Grunde, also ich fahre eigentlich nicht mit Bremse, sondern na, du kannst so vorausschauen, fahren. Ja wirklich, also, der bremst ja so runter. Genau. Ja, und mehr Knöpfe hast du eigentlich nicht hier. Ne? Wie ist das? Bist du Berge auch schon mal gefahren? Wie ist da? In Alpen? Ne, ich war jetzt richtig Berge bin ich noch nicht gefahren. Ne. Ja, er bremst schon ganz schön, wenn du runter gehst. Also natürlich schon. Also das wäre natürlich jetzt interessant, gerade wenn du nachher sagen wir so auf so Kurven hinfährst, ein bisschen schneller, ob's da. Also ich kenne einen Tesla-Fahrer, der fährt hin und wieder in die Alpen, um Motorradfahrer zu jagen. Ja, so ist natürlich schon. Ja, groß ist natürlich schon. Ja. Schön übersichtlich. Absolut, ja. Also das stimmt schon. Und dadurch, dass er auch so ein ganz klein bisschen geneigt ist, du guckst eigentlich drauf. Das neue Modell, das Model 3, hat ja dann nur noch hier in der Mitte den Bildschirm. Ne? Also gar nichts mehr. Ja. Horizontal, ne? Nicht so vertikal. Aha. Und mehr haben die nicht. Also und, gar nicht mehr nichts die? Mehr, gar nichts mehr. Ah, okay. Ja. Siehst du alles nur noch da. Ja gut, muss man jetzt mal abwarten, wenn halt mal irgendwas ist, wie es dann.
ausschaut. Ja gut, erstmal hast du natürlich jede Menge Garantie. Ne? Du hast ja 80.000 Kilometer, wird ja alles ersetzt im Grunde. Okay. Und Akku hast du 8 Jahre. Garantie, oder? Garantie. Also die tauschen ja auch, oder die Engines, wenn die mal hinüber sind, wird das halt ausgetauscht. Aber das war zu Anfang der Fall. Das ist jetzt kaum noch der Fall. Und ein Akku hat mittlerweile, man geht davon aus, dass ein Auto-Akku ungefähr 10 bis 20 Jahre im Auto bleiben kann. Dann kannst du natürlich auch so eine Zelle mal reparieren, wenn die kaputt ist. Ja, genau. Und du kannst, so ein Akku hat ja ein zweites Leben. Du kannst den Akku dann ja ausbauen. Ich meine, der hat jetzt 75 Kilowattstunden. Wenn du den ausbaust und der hat dann vielleicht noch, sagen wir mal, 60 oder sowas, kannst du ja zu Hause als Heimspeicher benutzen. Ja, genau. Stimmt. So, jetzt tritt mal drauf, gib mal Gas hier. Klar, er liegt natürlich immer satt. Ja. Gleiche. Er ist sofort da, ne? Sofort, ja. Ja. Er macht genau das, was er mit dem Gas macht. Ja. Und du bist so schnell, ne? Ja, ja. Also jetzt mal ein bisschen über 100. Ja, gleich. Nee, kannst du nicht fahren. Also. Ja, das ist natürlich. Das andere, der ist halt immer konstant, hast du sofort deine Leistung, kein Loch und so. Gar nichts. Ja, das ist wirklich gut. Also, das werden wir bei uns mit Sicherheit auch kommen. Also, aber da brauchst du noch die Berufsgruppe, wird sich ein bisschen ändern, weil du brauchst ja eigentlich einen richtigen Elektroniker. Ja, ja. So jetzt mal. Also nicht mehr. Du musst so einen Hochspannungskurs machen irgendwie, aber das ist noch nichts, was wahnsinnig schlimm ist. Nee, das ist nicht so tragisch. Aber gut, wir müssen ja auch schon, damit ich überhaupt bei einem Hybrid was machen darf, brauche ich ja auch einen Mann, der wo diesen Hochvoltkurs hat. Ja. Weil sonst darf ich ja gar nichts drum machen. Ja, aber es ist natürlich auch kein, also es gibt ja auch Tesla-Fahrer, die ihre Reifen selber wechseln. Also ich meine, das ist jetzt kein Geheimnis. Ne? Nein, nein. Aber das sind halt Sachen, man sollte sowas halt schon mal gemacht haben oder vielleicht, ich weiß nicht, ob Tesla da jetzt Kurse anbietet oder so. Das speziell weiß ich jetzt nicht. Also wir haben diesen Hochvolt-Kurs über die Innung gemacht. Okay. Weil die bietet sowas ja auch an. Ja. Gerade Hybridautos fahren ja doch schon einige rum. Ja, ja. Und irgendwann musst du auch was machen. Ja. Wobei es richtig in der Elektronik nichts machen kann. So, hinter uns ist keiner. Wenn du willst, kannst du mal kurz stehen bleiben und durchtreten, das Ding. So, mal von. Ja. Dann kannst du mal sehen, wann du bei 100 bist. Dann. Hau rein. Ja, das ist schon. Zack. Ja, und immer gleich konstant die Kraft. Ja. Das ist schon. Der hat etwas über 4 Sekunden von 0 auf 100. 4,4 oder 4,7 oder sowas. Ja gut, hast du schon mal geschaut, wie schnell das der Akku runtergeht? Also wenn es so 130, 140 fährst auf der Autobahn oder? Ja, ich muss sagen, ich bin jetzt die erste Zeit, wenn wir nach Nürnberg gefahren sind, hier zu Corinnas Mutter, da habe ich so viele Autos überholt wie die letzten 5 Jahre nicht zusammen. Das macht ja auch mal Spaß, schnell zu fahren. Genau. Ich bin mit dem Jeep ja nicht schnell gefahren. Ja. Ne? Aber du kommst halt locker wenn du so 130 bis 150 fährst oder so, kommst du locker deine 300 Kilometer weit. Ja, also. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Hängt aber dann natürlich ab. Wir Elektrofahrer wissen jetzt, dass Regen zum Beispiel auch die Reichweite verkürzt, ne? Und solche Sachen, mit denen du dir vorher gar keine Gedanken gemacht hast. Ja, genau. Ja, das sind natürlich alles Dinge, die jetzt dann dich doch noch mal ein bisschen mehr interessieren. Ja gut, je nachdem, was du natürlich auch Verbraucher eingeschalten hast. Klar. Ja. Braucht natürlich ja alles. Klar, also alles hier Klimaanlage oder sowas, ne? Sitze, aber das ist minimal. Also das braucht dann vielleicht 2 Kilowatt. Also. Ja. Das ist nicht so. Ja, aber so heizbare Heckscheibe oder sowas. Ja. Die ziehen meistens schon. Aber du heizt den ja meistens vor, wenn du zu Hause bist dann. Weißt du, ich steige ja nie ins kalte Auto an. Der hängt da zu Hause an einer Schuko. Ich habe ja noch nichts anderes hier. Also an einer Schuko-Steckdose. Okay. Hast du einen Elektriker, der mir einen Drehstrom dran machen kann? Ja gut, also nicht für 600 Euro. Na, das Angebot habe ich auch schon gekriegt. Ich lass halt alles beim Kies machen. Ja, der hat mir das. Ja. Ja. Also aber, der. Ja,
Aber ja. 600 Euro ist mir zu viel. Vor allem, weil wir nicht wissen, wie lange wir in dem Haus noch sind. Also von daher würde ich da jetzt, wenn es mein eigenes wäre, würde ich das investieren. Aber genau. Aber dann wäre es auch wert, sagen wir mal, dass du irgendwas mit Solar machst. Ja, absolut. Dann zahlst du gar nichts mehr fürs Solar. Genau, richtig. Das würde ich auf alle Fälle machen. Aber ist ja nun mal kein eigenes Haus. Ja. Ich weiß von einem Bekannten, der den Ampera, der andere ist ja auch rein elektrisch, der hat ja bloß den Verbrennungsmotor zum Laden, für die Akkus wieder. Ja. Und der hat daheim zum Beispiel Solar, der hat unten im Keller, er speichert da die ganze Energie und der hat jetzt einmal gehabt, dass er einfach vom Auto kurzzeitig einmal ins Haus einspeist. Ne? Ah, tatsächlich, das lädt zurück dann, ne? Bitte direkt zu machen. Also der hat das natürlich alles ein bisschen umbaut, aber der kann es zurückladen. Ja. Und das ist aber bloß ich sage jetzt mal abends, vielleicht um eine halbe Stunde gegangen, da hat er sich vom Auto geholt. Ja. Ja, der hat ja keinen großen Akku, ne? Da wird ja nur 6, 7 Kilo. Ja, da ist nicht viel drin. Ja. Aber er hat gesagt, er hat auch nicht mehr gebraucht, aber er ist eigentlich absolut autark. Also er braucht nichts mehr, kann. Also das ist natürlich noch schon gut. Das ist cool, ja. Da geht es ja auch hin, dass jeder seinen kleinen Speicher zu Hause hat und so. Das kostet ja auch heute nicht mehr so viel. So ein 10 Kilowatt Speicher, der kostet 6.000, 7.000 Euro. Genau. Die Preise sind da ganz schön gefallen. Ja. Und wer jetzt eine PV-Anlage hat und kann da seinen Strom einspeisen, also das wäre schon optimal. Ja, also da kannst du halt wirklich sagen, okay, das ist wirklich absolut rentabel. Ja. Beim Waschen. Stimmen wir gleich da hin. Gut. Ha? Super. Kennt man sich dran gut? Ja, ne? Habe ich mich auch schon. Ja, das glaube ich. Habe ich mich auch schon. Super Sache. Ja. Ansonsten zum Ausschalten oder sowas, hast du bloß noch so einen Transponder, oder? Ja, aber ich meine jetzt halt, wenn du aussteigst oder. Ich habe nur so ein kleines. Wo ist es denn hier? Ich habe. Erkennt. Nur diesen Ding, das Ei. Sieht aus wie das Auto. Ja, genau. Und mehr habe ich nicht. Ja. Und unten über die App kannst du auch viel machen. Also, okay. Eine gute App. Also, super. Macht echt Spaß. Ja, macht auch Spaß. Das macht wieder Spaß. Ja, genau. Das bringt die Autos nicht von der Straße. Ja, das genau. Richtig. Reingequält. Ja, das ging wirklich etwas besser im Jeep, aber jetzt sitze ich ja. So, fahr mal home. Was mache ich jetzt? Einer von hinten, einer von vorne. Eine Renault Zoe. Ja, komm, fahr mal rückwärts. Ja. So ist das, wenn ein Petrolhead, Motorradfahrer und Inhaber einer Autowerkstatt das erste Mal einen Tesla fährt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann liked es. Wenn nicht, dann nicht. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.